Hallöchen, meine Damen und Herren. Im Moment brodelt die Gerüchteküche ja ordentlich wegen dieser neuen Razer-Tastatur, die Huntsman V3 Pro. Denn die hat ein ganz spezielles Feature eingebaut, mit dem sie auch werben, und zwar das sogenannte Snap-Tap-Feature. Und welche Probleme damit einhergehen und warum Leute behaupten, das wäre Cheating, das klären wir jetzt. Damals bei den ersten LANs war ich doch voll der Noob. Aber dann nur Headshots. Cheater haben sie mich genannt. In Counter-Strike ist das Movement ja sehr, sehr wichtig. Und eine Sache steht da vor allem im Vordergrund, und zwar das Auslaufen des Movements. Wenn ich laufe und loslasse, dann läuft er nur ein kleines Stückchen weiter. Dann bleibt nicht einfach stehen. Auch beim Links- und Rechtslaufen sieht man, dass wenn ich genau an der Ecke jetzt aufhöre zu laufen, dann läuft er nochmal ein gutes Stück weiter aus. Es gibt auch Spiele, bei denen ist es nicht so, da bleibt man sofort stehen. Aber bei Spielen wie Counter-Strike muss man das während des Schießens natürlich mit bedenken. Denn wenn ich im Laufen schieße, dann schieße ich irgendwo hin. Wenn ich aber aus dem Stand schieße, dann schieße ich genau dahin, wo ich auch hingezielt habe. Vor allem mit den ersten paar Kügelchen. Das ist extrem wichtig. Relativ selten hat man das Problem, dass man auf jemanden zuläuft und dann um ihn drum herum schießt, weil man vorwärts läuft. Sondern meistens sind es Links- und Rechts-Steps, die man macht. Zum Beispiel an der Mauer. Man guckt also, ist da jemand hinten dran? Oh ja, da ist jemand. Du lässt los und möchtest dann auf seinen Kopf schießen, aber dein Charakter läuft ja noch ein Stück. Und selbst wenn du versuchst, währenddessen so ein bisschen gegen zu aimen, spreadet deine Waffe aber trotzdem noch überall um den Gegner drum herum, weil du ja noch in der Bewegung bist. Darum ist Counter-Strafen sehr wichtig. Das heißt, ich laufe nach rechts und halte dann an mit links und kann somit direkt abdrücken und hab einen Headshot. Ich laufe also nicht nur ein Stück dran vorbei oder bewege mich oder mach sonst was, sondern ich laufe los, halte an und gebe ihm direkt. So, dieses und ich halte an ist aber nicht so leicht. Du solltest während dem Counter-Strafen nicht beide Tasten gleichzeitig drücken, denn sonst geht der Strafe daneben und du läufst immer noch ein kleines Stück. Und sowas kriegt man natürlich mit den Jahren rein, Stück für Stück. Aber da wir eben alle Menschen sind, kann das auch einfach daneben gehen, weil man in diesem Fall zum Beispiel A noch nicht ganz losgelassen hat, bevor man D drückt. Und dann ist der Strafe nicht perfekt. Du kannst in Theorie instantly anhalten. In Theorie. Und bei dieser Problematik hilft euch jetzt eure Tastatur. Bei Razer schreiben sie, du bestimmst, welche deiner beiden letzten Eingaben Prioritäten haben soll, ohne dass du die andere Taste loslassen musst. Das heißt also, wenn du diesen Modus einschaltest und A drückst, also nach links läufst und direkt dann nach rechts, also D, drücken möchtest, um instantly anzuschalten, dann registriert die Tastatur ab dieser Millisekunde einfach A nicht mehr. Auch wenn du A immer noch drückst, sobald du D drückst zum Counter-Strafen, geschieht dieser Counter-Strafe sofort. Ich habe mir hierzu das Video von Optimum genommen. Razer's new keyboard is basically cheating. Und hier vorne hat er das sehr schön nochmal dargestellt mit dieser kleinen Animation. Sobald du die andere Taste drückst, wird Taste 1 nicht mehr gedrückt. Obwohl du sie noch drückst, aber die Tastatur nimmt das nicht mehr an als drückend. Das heißt, mit diesem Snap-Tap-Feature wird der Mensch oder vielmehr der Fehler des Menschen herausgerechnet. Weil die meisten drücken halt doch noch ein bisschen ab, obwohl sie schon Counter-Strafen wollen mit D und dann ist halt so ein Mischmasch. Du bist somit also ohne dieses Feature viel länger noch in Bewegung und schießt noch daneben, obwohl du mit deinem Fadenkreuz genau drauf bist. Und ein anderer Spieler, der dieses Feature benutzt, der bleibt sofort stehen und sobald er links klickt, schießt seine Waffe perfekt gerade. Also zumindest mit dem ersten Schuss. Sein Video ist in der Videobeschreibung verlinkt. Absoluter Macher. Er hat ja auch was aufgebaut, um so ein bisschen selbst rumzufuchsen und zu gucken, wie die ganze Sache eben reagiert, wie viele Millisekunden man rausholen kann und so weiter und so fort. Und er hat hier immer noch dieses andere, hier, wie heißt's? Ich will Valorant sagen, aber nein, Overwatch hat er mit drin. Und im Overwatch ist es so, dass dein Charakter instantly sich eben in die andere Richtung bewegt, also auch optisch für den Rest, sobald du drückst. Und damit kriegst du eben dieses Gezappel viel, viel, viel besser hin als Leute, die halt nicht dieses Feature haben. Natürlich kannst du das trainieren ohne das Feature und es auch sehr gut hinbekommen. Aber du wirst hiermit, selbst als untrainierter Spieler, aber vor allem eben als trainierter Spieler, viel mehr von diesen zum Beispiel Counter-Strafes treffen. Heißt das jetzt, dass man dadurch irgendwie zum absoluten Hardcore-Profi wird? Naja, also ist es so, dass du generell natürlich grundsätzlich mit besserem Equipment besser spielen könntest. Das Potenzial zu besseren Spielen ist auf jeden Fall da, wenn du besseres Equipment hast, wenn du irgendwie eine uralte Kugelmaus hast oder einfach kackige Bildschirme oder sonst was. Dinge, die einfach schon von sich aus langsam reagieren oder langsamer reagieren, weil sie schlicht und ergreifend alt sind, dann hast du natürlich einen Nachteil. Du kannst logischerweise mit besserer Hardware dir eben einen Vorteil erkaufen, aber das ist ja bekannt bei jedem Spiel. Wenn deine Internetleitung auch besser ist als die der anderen, hast du halt eben auch einen Vorteil. Natürlich hast du auch einfach einen Vorteil, wenn du mehr FPS hast und so weiter und so fort. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ja, würde ich sagen, dass das wie Cheating ist. Also ich finde es nicht wie Cheating und ich finde, Casual-Spieler sollten das auch benutzen können, wenn sie unbedingt wollen. Aber sobald es in eine professionellere Richtung geht, sollte es eigentlich verboten sein. Man kann das schon immer, also man kann das schon seit vielen, vielen Jahren, kann man sich das auf jeder Tastatur mit Skripts selbst herstellen. Diese Skripts sind aber im Profi-E-Sport verboten.
Jetzt ist es natürlich frech, wenn dann jemand mit so einer Tastatur kommt und sagt, ja, ich habe ja kein Skript, jetzt macht er die Tastatur mechanisch oder halt intern. Dazu haben sich auch bereits schon Profis wie zum Beispiel Robs gemeldet und er hat auch gesagt, das sollte nicht möglich sein, dass man sowas bespielen darf. Und das sehe ich genauso. Ihr habt mich ja im Stream gefragt, was ich hiervon halte und auch, ob ich dazu ein Video machen kann. Und wir haben dann noch eine ganze Weile im Stream drüber geschnackt und ich habe an einem gewissen Punkt gesagt, dass ich es auch sehr gut fände, wenn man im Profi-E-Sport hauptsächlich die gleichen Sachen benutzen würde. Und klar, jeder will mit seinem Kram spielen, bla bla bla, na sicher. Und ich weiß, dass das auch irgendwie eine schwierige Forderung ist, die ich auch gar nicht, ich würde sie gar nicht umsetzen wollen lassen. Aber der Gedanke ist in mir auf jeden Fall trotzdem da. Am fairsten ist es, wenn jeder exakt denselben PC, dieselbe Tastatur, dasselbe Mauspad, dieselbe Maus und so weiter benutzt. Weil dann hat keiner einen technischen Vorteil gegenüber von jemand anderem. Das ist zumindest mir direkt in den Kopf geschossen, als wir angefangen haben, über das Thema zu sprechen. Hier bin ich natürlich auch wieder sehr an eurer Meinung interessiert. Findet ihr, dass das wie Cheaten ist? Findet ihr, es sollte komplett verboten sein? Oder sagt ihr, ja komm, bei den Profis, da geht es ja auch um viel Geld. Da ist es wichtig, dass man eben nicht sowas benutzt, aber bei den Casual-Leuten, also jetzt bei uns zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, allein die Überprüfung ist so gut wie unmöglich. Also das zu überprüfen, ob jemand sowas hat, weil wie gesagt, du kannst dir, und ich glaube, es wird ja nicht wirklich bestraft, weil es schwer herauszufinden ist, diese Skripts werden auf jeden Fall benutzt, um deine Eingaben zu nullifizieren praktisch, wenn du halt von der einen Taste auf die nächste gehst. Eigentlich, also genau das gleiche halt nur in Softwareform. Das wird aktuell sicherlich benutzt, ja klar. Alleine die Kontrolle dazu im normalen Spiel, ich glaube, es ist unmöglich. Also alleine aus dem Grund könnte man noch sagen, na komm, lass die Leute halt machen. Was willst du machen? Aber auch darüber hinaus, finde ich, ist es jetzt nicht so wild. Ja. Wer diesen Vorteil unbedingt haben möchte, der kann sich so eine Tastatur kaufen. Ich denke, man kann auf jeden Fall sehr, sehr gut mithalten, wenn du diese Tastatur nicht hast. Außer es geht mir speziell um KZ-Maps, also Maps, auf denen es eben um Movement geht, um die Sprünge und dieses Gewiggle halt, damit man weiter springen kann, schneller ist und so weiter und so fort. Du hast hier natürlich riesige, riesige Vorteile mit dieser neuen Tastatur. Natürlich auch im normalen Counter-Strike, beim Aiming, aber wie gesagt, also in dem Bereich, in dem es wirklich sehr interessant für Leute ist, Counter-Strafen zu perfektionieren, da sind die Leute sowieso so gut, dass ich glaube, es würde den Bock nicht fett machen, sag ich zumindest. Aber ist es fair? Nö. Aber ich finde es auch nicht fair, dass ich zum Beispiel verschissenes Trash-Internet habe, Starlink, und andere haben Gigabit-Leitung. Wir haben bei uns eine Zuschauerin, Eldea, sie sitzt meistens auf dem Server. Also hat einen 1er-Ping oder 2er-Ping oder sowas. Und wenn der mal zweistellig wird, sagt sie, hey, warte mal, was ist denn hier los? Und ich hocke da und arbeite mit Starlink. Also, und da diese Tastatur natürlich auch für jedermann kaufbar ist, könnte da doch theoretisch sich das Ding jeder holen. Dann haben alle den Vorteil. Ich gehe aber natürlich auch stark davon aus, dass Razer nicht die einzige Firma oder der einzige Vertrieb sein wird, die sowas raushauen. Natürlich wird es in Zukunft sukzessive dann bei jedem anderen Hersteller auch einziehen. Möglicherweise stellt sich in 10, 15 Jahren niemand mehr die Frage, oh, hat der so eine komische Snap-Tab-Scheiße, weil sie einfach jeder hat und es Default ist. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema mit dieser ganzen Tastaturgeschichte. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Haut eure Meinung dazu, wie gesagt, in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wahrscheinlich Montag oder Dienstag oder halt dann im nächsten Livestream am Dienstag. Wir haben übrigens am Freitag endlich wieder ein bisschen Elo Plus gemacht. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich von 16.000 Elo auf, ich glaube, ich war auf 12.900, bin ein bisschen arg gefallen. Aber ja, wir sind jetzt am Freitag von 13.100 auf 14.394 hochgestiegen wieder. Let's fucking go. Also ich würde schon echt gerne wieder auf 15, 16. Das ist irgendwie so das Mindeste. Ja, somit dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Sehr edel von euch. Willkommen auch an die ganzen neuen Zuschauer. Vielen Dank für die Abos. Was geht, was geht? Ich hoffe, es gefällt euch hier. Und ja, wie gesagt, Livestream dann am Dienstag der nächste. Diese Woche, nächste Woche, also der kommt nächste Freitag, ist übrigens unser CS2 Community Case Opening. Da gehen wir zu uns auf den Server, machen Cases auf und hoffen, dass es ganz viele Knives werden. Da könnt ihr gerne zugucken, wird natürlich live übertragen an dem Freitag oder sogar mitmachen, so wie ihr lustig seid. Aber denkt dran, lieber guckt man anderen dabei zu, wie sie Geld wegschmeißen, als dass man sein eigenes Geld wegschmeißt. Gut, okay, danke für alles, haut rein, bye bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.